Willkommen zurück zu den Spezienvorstellungen für die Welt von Valazar. Und wir haben dieses Video mal wieder eine neue Spezies aus meinem Universum, die ich gerne mal vorstellen möchte. Heute kümmern wir uns um die sogenannten Lykons, ein Volk menschenähnlicher Wolfswesen. Und ja, ich denke, das könnte interessant werden und mal schauen, was diese Spezies so alles für uns bereithält. Also, fangen wir an. Die Lykons sind ein Volk intelligenter Wolfsmenschen, die sich primär durch ihre Agilität und ihre Toleranz auszeichnen. Sie sind nicht sehr stark verbreitet und haben ein ungewöhnliches Habitat. Außerdem haben sie verschiedene Entwicklungsformen. Lykons existieren in drei Formen. Jede dieser Formen hat eine eigene Erscheinung und einen eigenen Phänotyp. Die Form eines Lykons hängt von seinem Geburtszeitraum ab. So kann die Dauer der Schwangerschaft einer Lykonfrau unterschiedliche Ergebnisse haben, je nachdem wie lange sie dauert. Da können folgende drei Typen entstehen. Magnolykons oder Pectilus entstehen, wenn eine lykonische Schwangerschaft kürzer als 9 Monate dauert, also wenn es auf eine Frühgeburt hinausläuft. Pectilus sind pferdegroße Wolfswesen, die auf allen Vieren laufen und sehr breite Schädel haben. Durch ihr dickes Fell sind sie eher für Schneegebiete ausgelegt und überleben oft nicht im sonst eher wärmeren Habitat der Lykons, wozu wir gleich noch kommen. In Enkarto zum Beispiel gibt es eine Enklave solcher Pectilus, was dazu führte, dass die Sulivamen sie oft als Reittiere nutzten. Der Name Pectilu stammt im Übrigen auch aus der sulivamischen Sprache. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass diese Magnolykon genau dieselbe Intelligenz aufweisen können wie ihre Artgenossen. Sie als Reittiere zu nutzen, ist also nicht ganz so einfach. Man muss sie schon davon überzeugen. Dann gibt es die Mediolykon, welche die normalen Lykons darstellt, die man auch unter dem Begriff als solches versteht. Sie sind ein bisschen größer als normale Menschen und besitzen die Beine, den Schweif und den Kopf eines Wolfes. Ihr Oberkörper sowie ihre Hände sind dabei menschlich geprägt. Sie werden bei einer standardmäßigen Geburt von etwa 9 Monaten geboren. Sie sind auch der Standard, auf den sich der Rest dieses Videos bezieht und machen etwa 85% der Gesamtbevölkerung aller Lykons aus. Und dann gibt es noch die Vulperian oder auch Werwölfe, wie sie im Volksmund manchmal genannt werden. Sie entstehen, wenn eine Spätgeburt bei den Lykons eintrifft, also nach mehr als 9 Monaten. Sie sind um einiges größer als normale Lykons und erscheinen im Körperbau grundsätzlich gleich, jedoch sind sie um einiges biesthafter. Ihre Krallen werden deutlich länger und schärfer, sowie auch ihre Zähne. Vulperian sind sehr anfällig dafür, ab einem gewissen Lebensjahr die Kontrolle über ihren Geist zu verlieren, meist schon innerhalb ihrer ersten Lebenshälfte. Vulperian können bis in ihr 30. Lebensjahr hinein noch wachsen und gewinnen je nach Ernährung extrem an Muskelmasse. Sie sind damit häufig stärker als Tigori und manchmal kam es sogar vor, dass vulperische Lykons aufgrund dieser Eigenschaften die Herrschaft über tigorische Stämme übernehmen konnten. Innerhalb der Kultur der Lykons wurden diese Vulperian häufig nach ihrem 30. bis 35. Lebensjahr, wo sich normalerweise erste Anzeichen ihres animalischen Wahnsinns zeigten, umgebracht, um niemanden in Gefahr zu bringen. Für die Vulperian selbst entwickelte sich hier auch eine eigene Subkultur des Dienstes für andere, da ihre gebürtige Natur es eben oft verlangte, dass sie früher oder später zu Bestien werden. Also versuchen sie, so vielen Leuten wie möglich in dieser Zeit zu helfen, bevor sie sich selbst das Leben nehmen, um andere zu schützen. Lykons haben für ihren Körperbau sehr große Füße bzw. Pfoten, deren Hacken auch sehr weit nach hinten gewölbt sind, was dazu führt, dass sie sehr hoch springen können. Ihre Pfoten verfügen außerdem über leichte Schwimmhäute, die es ihnen erlaubt, auf den sumpfigen Böden ihrer Heimat leichter zu laufen. Lykons besitzen auch eine Art Nasengalerie, nenne ich es mal, in ihrem Gehirn und speichern bestimmte Gerüche mit bestimmten Assoziationen ab, ähnlich wie es Hunde tun. Dies erlaubt ihnen andere Reaktionen auf bestimmte Umgebungen oder Situationen. So können sie in bestimmten Situationen auch die Emotionen anderer Leute riechen. Ihr Geruchssinn ist allgemein viel verschärfter als bei Menschen. Die Augen eines Lykons sind nahezu immer gelb und eignen sich perfekt dafür, im Dunkeln zu sehen.
Allerdings funktioniert das nicht bei bewölktem Himmel oder bei stockfinsterer Nacht, denn die Augen eines Lykons müssen das Mondlicht haben, damit ihre Augen dies reflektieren können, um diese bessere Sicht ausüben zu können. Die Gelenke eines Lykon erlauben ihm außerdem eine effiziente Bewegung und eine sehr lang anhaltende Ausdauer. Je nachdem, in welchem Tag des 9. Schwangerschaftsmonats ein normaler Lykon geboren wird, ist die Chance sehr hoch, dass eine bestimmte Form der Synästhesie bei ihm ausgebildet wird, welche es dem Lykon beispielsweise erlaubt, Töne zu fühlen, Bewegungen zu hören oder Farben zu schmecken. Dieser genetische Effekt tritt bei den Lykons sehr oft auf und ist ein großer Teil ihrer Kultur. Magnolykons und Vulperians verfügen übrigens nicht über diese Gabe. Lykons leben vornehmlich im Osten Valasars, primär dabei in den tasnokirischen Sümpfen. Auch in Enkarto und auf dem Seelengebirge findet man sie hin und wieder. In der neuen Welt besitzen die Lykons kaum ein eigenes Habitat, haben jedoch kleinere Bevölkerungsminderheiten in den Staaten Ambilako, Arkanea und Rubida. Häufige Exodusse während ihrer Geschichte führten dazu, dass die Lykons kein zweites Primärhabitat, wie beispielsweise die Zakari oder die Tigori haben, sondern recht viele kleine Habitate. Sie bilden oft kleinere Minderheiten in verschiedenen anderen Staaten. Lykons besitzen dabei auch keine großartige Habitatspräferenz und sind in etwa so anpassbar wie Menschen. Lykons sprechen eine Sprache, die den südslawischen Sprachen unserer eigenen Welt ähnelt. Der Unterschied dabei ist, dass sie eine große Betonung auf das U in ihren Wörtern legen. Das kann von einer einfachen Überbetonung bis hin zu einem Heulen des Wortes ausgehen. Die Ausdrucksweise der Lykons beruht dabei auch sehr stark auf Fingerbewegungen. Durch ihre abgeschiedene Heimat haben sie teils starke Akzente untereinander und müssen sich deshalb häufiger mit Fingersignalen und Ähnlichem verständigen. Dies kann auch durch Kinn- und Kopfbewegungen erzielt werden, wodurch ein schnell sprechender oder auch ein wütender Lykon sehr zappelnd aussehen kann, wenn er sich cholerisch äußert. Lykons können außerdem nicht wie beispielsweise Menschen schreien, sie jaulen eher oder bellen sogar, um beispielsweise Schmerz einen Ausdruck zu verleihen. Entgegen beispielsweise der Tigori ist die lykonische Kultur sehr universell gestaltet und verbindet sich mit den Aspekten ihrer Heimat. Lykons, die außerhalb der Tasnokir-Sümpfe leben, adaptieren meist die Kulturen anderer Völker oder entwickeln eigene. Die Lykons sind dabei ein sehr konservatives und traditionalistisches Volk. Ihre soziale Hierarchie ist dementsprechend streng organisiert. Der Adel und die Priesterschaft stehen ganz oben, in der Mitte folgen dann die Schamanen und die Krieger, welche aufgrund ihres Dienstes für die Allgemeinheit als höher angesehen werden, als die normalen Leute, welche den Rest der sozialen Pyramide ausmachen. Ihre Heimat, der Sumpf, macht es den Lykons schwer, große Städte aus Stein zu bauen. Diese gibt es eher in den inneren Bereichen der Sümpfe, wo die Hügel häufig höher liegen und man einfacher mit Steinen bauen kann. Im tiefen Sumpf setzen die Lykons eher auf hölzerne Stellenhäuser, die mehrere Meter über dem Wasserspiegel stehen, was ihnen an der Unterseite der Häuser häufig erlaubt, kleine Gärten zu haben. Und wo wir von Gärten sprechen, die Lykons haben gelernt, den Sumpf zu ihrem Vorteil zu nutzen und verwenden eine Technik, die es ihnen zwar erlaubt, Pflanzen im Sumpfboden anzupflanzen, sie jedoch so weit hochklettern zu lassen, dass sie weiter oben abernten können, was ihnen eine großflächige Nahrungsversorgung ermöglicht. Lykons leben in einem relativ tropischen oder zumindest recht warmen Klimat, wie es für Sümpfe üblich ist, und haben ein sehr warmhaltendes Fell, was dazu führt, dass die meisten von ihnen in den Sümpfen nackt herumlaufen, was von Menschen oft als primitiv angesehen wird und manchmal sogar von Tigori und Ähnlichem. Für die Lykons ist es jedoch keine Schande und auch in den Städten von ihnen ist Nudismus durchaus toleriert. In späteren Zeiten legten sie sich allerdings zumindest Lendenschütze an, um ihre menschlichen Zuwanderer nicht abzuschrecken. Die lykonische Kultur ist wahrscheinlich eine der engsten, die es gibt. Es ist für sie ein Tabu, jemanden nicht offen gegenüberzutreten und über jemanden hinter seinem Rücken zu sprechen. Sie spielen sehr häufig mit offenen Karten und dieses Lästern, wie wir es ja gerne nennen, gilt als kulturelles Tabu. Der gegenseitige Respekt für die Arbeit spielt ebenfalls eine große Rolle bei den Lykons und sie haben sehr viele Feiertage zur Ehrung von Bauern, Handwerkern, Priestern, Schamanen, Soldaten, Jägern, Gerbern und sogar Köhlern. Hilfsbereitschaft ist für sie auch auf dieselbe Art wichtig.
Und wer jemanden in Not nicht hilft, gilt als gesellschaftlich unfähig. Dies geht sogar teilweise so weit, dass manche Lykons, die eine Anfrage um Hilfe ablehnen, aus ihrer Familie ausgeschlossen werden können. Häufig schlagen sie dann einen Weg ein, den man den Fakassischen Weg nennt. Im Lykonischen wird ein einsamer Wanderer, ob nun ein Mönch oder Krieger, als ein Fakassin bezeichnet. Einer, der dem Weg Fakasias folgt, einer philosophischen Ansicht, die eine Abschottung der eigenen Person zu größtmöglichen Teilen darstellt, um die Erleuchtung durch Reisen, Meditationen und Nachdenkungen an fremden Orten und der Verfeinerung der eigenen Künste darzustellen. Menschen bezeichnen Fakassin-Lykons auch gerne als einsame Wölfe. Die Lykons verehren in den meisten Fällen drei große Götter, einen Vater und zwei Töchter. Der Vater repräsentiert die Sonne und die beiden Töchter die beiden Monde von Semla. Der Vater trägt den Namen Solzarin, die Töchter die Namen Vesenka und Liliana. Der Vater repräsentiert die Mitte zwischen beidem und die Töchter jeweils die extremen Gut und Böse. Die Lykons verehren jede Gottheit in sogenannten Kulten separat. Der Kult der Vesenka wurde dabei von vielen Regimen der Lykons und auch von den Akulianern unterdrückt, da ihre extremen Ansichten nicht in die Leitlinien der Lykons reinpassen. Jede dieser drei Götter wird von einem obersten Priester auf Erden vertreten, könnte man mit dem Papst unserer Welt vergleichen, die auch gleichzeitig oft als weltliche Herrscher dienen. Solzarins Domänen sind dabei Zurückhaltung, Weisheit, Neutralität, Trost, Kreativität, Harmonie und Gerechtigkeit. Er wird oft als ein mit einer Kutte bekleideter, männlicher und älterer Lykon dargestellt, dessen Gesicht nur selten zu sehen ist. Manchmal trägt er sogar eine Maske. Sein Fell hat meist eine graue oder schwarze Farbe. Die erste Mondgöttin Liliana ist dabei die Verkörperung des Guten innerhalb dieser Religion. Sie verkörperte die Fürsorge, das Mitgefühl, Zuneigung, Liebe, aber auch heroische Eigenschaften wie Tapferkeit, Mut und Selbstlosigkeit. Sie stellt die beliebteste Gottheit der Lykons dar und wird oft als ihre Hauptgottheit von Ausländischen gesehen, auch wenn sie es eigentlich gar nicht ist. Vesenka ist hingegen das Gegenteil ihrer Schwester Liliana. Sie verkörpert das Böse in der Person. Hinterlistigkeit, Mordlust, Gehässigkeit, Wollust, Verschwiegenheit, Eifersucht, Ambition und Ähnliches sind dabei ihre Domäne. Sie wird oft von der Gesellschaft der Lykons abgelehnt und offene Verehrung von ihr ist oft verboten. Sie wird auch mit der wandelnden Lenora häufig verglichen, da sie den Lykons immer wieder als blassbleich mit schwarzem Haar oder Fell dargestellt wird und mit lilanen Augen. Wenn wir über die Vertreter der lykonischen Spezies sprechen, dann sprechen wir von einigen Leuten, die durchaus interessante Dinge erreicht haben. Yuldash Srigin zum Beispiel war ein Lykon aus dem 3. Jahrhundert nach dem Fall Akulias, der als Händler durch Patalia zog und mit Hilfe der Freistädte versuchte, sich selbst zum König von Patalia auszurufen, was er nur aufgrund seiner extremen Geldmengen schaffte. Es klappte zwar nicht unbedingt, aber er wurde in der Geschichte als der einzige Lykon festgehalten, der jemals versuchte, einen menschlichen Thron von innen heraus zu erobern. Dann hätten wir noch den Kriegspriester Wyarlok. Wyarlok war ein Wanderpriester der Lykon, der im 4. Jahrhundert nach dem Fall Akulias einen Großteil Nordost-Valasas eroberte, mit der Gefolgschaft seiner neuen Religion, die er dort gegründet hatte. Er ist einer der wenigen Lykons, welche eine Art Großreich errichtet haben, welches auch primär von Lykons verwaltet und bevölkert wurde, auch wenn es sich nicht ewig hielt. Yavanna Silberhaar ist der Künstlername einer lykonischen Autorin, die im Andralia der Nachkriegszeit des Semlarischen Ersten Weltkrieges wirkte. Nachdem sie zuerst für den Scarrow City Herald arbeitete, wurde sie später Antikriegsautorin und eine bekannte Figur im Widerstand gegen das halawistische Regime von Tazenta. Und zu guter Letzt hätten wir noch Juliek Dranasch. Er war der erste Geheimdienstchef von Varden dem 9. in der akulianischen Kaiserzeit. Befasste sich während dieser Zeit vor allem mit dem Jagen von Dissidenten und abtrünnigen Offizieren des Militärs und abtrünnigen Vasallen. Er war äußerst loyal dem Kaiser gegenüber und sehr dankbar für diese Chance, die er als Tiermensch sonst eher selten bekommen hätte. Er etablierte auch ein großes Agentennetzwerk, welches später auch von Ashera der Wahnsinnigen genutzt werden sollte. Dranasch selbst war allerdings nicht beteiligt am Mord von Varden dem 9. und kam auch nicht dahinter, wer es gewesen war, da der Mord aus der Kaiserfamilie selbst kam und er als Geheimdienstchef die Kaiserfamilie niemals beschatten durfte.
Und das sind sie, das Wolfsvolk des Kontinents Valazar in der Welt von Semla. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Lykons zu designen, und ich denke, man merkt inzwischen, dass ich versuche, so ein wenig jede einzelne Spezies ein wenig mit einem kulturellen Aspekt unserer realen Welt zu verbinden, einfach um auch die kulturelle Repräsentation unserer Welt in meine eigene überzubringen, weil es einfach eine gewisse großartige Vielfalt darstellt, und dabei versuche ich natürlich trotzdem noch möglichst originell diese Spezien darzustellen. Und ich bin mir relativ sicher, dass, so wie ich die Lykons hier gebaut habe, sie bisher kaum ein anderes Fantasy-Universum dargestellt hat, da sie in diesen ja meistens irgendwelche werwolfsartigen Monster darstellen oder ähnliches. Das Einzige, die vielleicht mehr oder minder zivilisiert sind, würde mir jetzt nur Warcraft einfallen, aber nun ja, das muss jeder für sich wissen, wie er das denn in seinem Universum darstellen möchte. Ich mache es jedenfalls so. Und ja, ich hoffe, euch hat diese weitere Spezien-Review gefallen. Die letzte kam ja sehr gut an mit den Tigori, und ich hoffe, das ist auch dieses Mal der Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Interaktion auf dem Kanal freuen, egal ob in Form einer Aktivierung der Glocke, einem Abo oder eines Kommentars oder Likes, das ist mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Und wenn ihr mich noch auf eine persönlichere Art und Weise unterstützen wollt, dann erzähle ich euch jetzt im Patreon-Abspann, wie das möglich ist. Patreon-Abspann. Wenn ihr die Arbeit, die ich auf diesem Kanal mache, unterstützen wollt, so könnt ihr dies bei Patreon für nur ein paar Euro im Monat tun. Ihr erhaltet somit exklusive Einblicke in meine Arbeit, Sonderabstimmungen, Auftragsarbeiten und einiges mehr. Den Topspendern Phantomamo, Kronox und Eistee01 gebührt dabei mein besonderer Dank. Ich bedanke mich bei allen anderen Zuschauern fürs Anschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal.